In diesem Beitrag stelle ich euch das Effektprogramm Vita 10 4 vor. Herzlich willkommen bei Holgers Videotreff. Schön, dass du dabei bist. Vita 10 gibt es ja schon länger, wie die Versionsnummer aussagt. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das Programm noch gar nicht kennt. Genau deshalb zeige ich zu Beginn einmal, wie es funktioniert und auch einige neue Effekte der Version 4. Auf der Homepage von Prodat können wir eine kostenfreie Demo-Version oder auch ein Upgrade erhalten. Das Programm ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Unterschied liegt dann in der Anzahl der verfügbaren Effekte. VitaScene ist ein Plugin-Programm. Das heißt, es wird in das bestehende Schnittsystem integriert. Man kann es auch eigenständig nutzen, aber dann muss die Videoszene separat in- und exportiert werden, was etwas umständlich ist. Ich zeige hier die V4 Pro-Version mit über 1400 Übergangs- und Langzeiteffekten. Dazu später mehr. Integriert ist sie bei mir in Magix Video Deluxe Premium. Bei der Installation von VitaScene erkennt das Programm automatisch das installierte Videoschnittsystem. In VitaScene unterscheiden wir zwischen Langzeit- und Übergangseffekten. Beginnen wir mit den Langzeiteffekten. Die gewünschte Szene ist markiert. Unter Effekte starten wir den Operator. Schon öffnet sich die VitaScene Programmoberfläche. Hier können wir bei Bedarf zunächst weitere Einstellungen vornehmen. VitaScene 4 kann derzeit bis zum Format 8K genutzt werden. Ebenso ist hier eine Kurzanleitung aufrufbar. Zurück zu den Filtervorlagen. Die Filtergruppe ist in Effektgruppen optisch unterteilt. Somit sehen wir sofort, um welchen Effekt es sich handelt, ohne langes Suchen, wie bei vielen anderen Programmen. Wählen wir mal den Filmlook aus. In diesem Ordner befinden sich dann die Einzeleffekte als Miniaturansicht. Wenn er uns gefällt, so wenden wir einen Doppelklick an. Schon wird er auf die markierte Szene angewendet. Unterhalb der Effektauswahl hat sich ein weiteres Fenster geöffnet. Hier kann der Effekt individuell verändert werden. Eigene Veränderungen werden bei Bedarf gespeichert für nochmalige Anwendungen. Mit der Taste F12 wird der Effekt auf die Videoszene im Projekt erst richtig angewendet. Kommen wir nun zu den Übergangseffekten. Hier benötigen wir ja immer zwei Szenen. Beide Szenen verbinden wir mit einer Überblendung. Anschließend betreten wir den Reiter Vorlagen. Hier befindet sich der Operator Prodat VitaScene Transition. Diesen ziehen wir nun auf den Übergang der Szenen. Wir betätigen mit der rechten Maustaste das Übergangssymbol. Wieder öffnet sich VitaScene. Wir öffnen den Ordner Transition Gruppe. Hier befinden sich wieder die Effektgruppen.
und darin wiederum die Effekte. Mit einem Einmalklick wird der Effekt noch vor der Nutzung abgespielt. So bekommen wir schnell einen Eindruck vom Effektaussehen. Mit einem Doppelklick wird er auf die Szene angewendet. Auch hier gibt es wieder eine Keyframe-Timeline und die Effekte sind weiter anpassbar. Neu sind in Vita-Szene die Seamless Transitions. Je nach Lichtbestimmung und Kamerabewegung in den Videoszenen wird hier die gleiche Bewegungsrichtung ausgesucht und somit können die Szenen optimal verschmolzen werden. Ebenfalls neu dabei ist der Hubble Shift. Dieser arbeitet mit RGB-Verschiebungen. Und auch der beliebte Zoom-Effekt ist hier vorhanden. Mit F12 wird auch der hier erstellte Effekt in der Timeline des Schnittsystems angewendet. Und auch einen Titel können wir mit Vita-Szene aufwerten. Für den bereits eingefügten Titel suchen wir uns einen Text-Logo-Effekt aus, der natürlich auch nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann. Was ist sonst noch möglich? Nun, wir können auch Alpha-Maskenfilme nutzen, um damit beispielsweise Bildstörungen zu erzeugen. Das ist aber eher was für Fortgeschrittene und sei hier nur erwähnt. Ich hoffe, mein Beitrag hat euch gefallen und ihr habt Lust bekommen, das Programm einmal auszuprobieren. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, welche Effekte ihr gern verwendet. Ach, fehlt noch der Preis. Ab 199 Euro könnt ihr Vita 10.4 in verschiedenen Versionen erhalten. Für heute danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.